Ahoi Kapitäne und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warships, diesmal in der Tirpitz, dem deutschen Schlachtschiff Tier 8. Die Tirpitz, ich muss gestehen, ich finde es immer noch das schönste Schiff, also sieht schnittig aus, Tarnung passt, kann ordentlich austeilen, finde ich richtig klasse. So, Verbrauchsmaterialien, wer sich das genauer angucken möchte, genauso wie gleich die Verbesserungen, bitte einfach auf die Pause-Taste drücken. Bei den Verbesserungen für mich jetzt hier wichtig, ich habe die Tirpitz tatsächlich auch auf Tarnung mitgeskillt, logisch auch voll auf Secondary. Genau wie jetzt hier den Kapitän, den nun nicht auf Tarnung, sondern voll auf die Sekundäre. Also 10,6 Kilometer bei manueller Aufschaltung, damit ich 60% bessere Treffer sozusagen habe. Das ist für mich wichtig. So, und jetzt schauen wir doch mal. Wir sind in einem 7-9er Gefecht. Okay, da sind wir also Mittelklasse sozusagen. Und haben auf der Gegenseite Friedrich den Großen, Izumo, North Carolina und eine Gneisenau, eine Scharnhorst. Ja, okay, wir sind auf der Karte Bergkette unterwegs. Was haben wir an Zerstörern im Spiel? Wir haben 2, die anderen haben 3. Ist natürlich jetzt unter Umständen ein Vorteil, aber na gut. So, Flugzeugträger, Ranger gegen Saipan. Na, wir schauen mal. Also wir stehen jetzt hier zwischen A und B. Aber bei A sind schon genug. Und ja, nun müssen wir mal gucken. Also wir sind jetzt hier mit unser Leningrad, der Belfast und der Fiji. Also werden wir einfach mal gucken, dass wir ein Stückchen nach vorne kommen. Das ist jetzt mit unseren 14,3 Kilometern Verborgenheit durch diesen Slot, also durch den Skill des Schiffes, möglich, dass wir ein Stückchen näher ranfahren als andere Schlachtschiffe, bevor wir dann wirklich aufgehen. Aber es ist ein Flugzeugträger im Spiel, also insofern ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dann aufgehen. Nur wir werden jetzt einfach mal so ein bisschen quer hier rüberfahren, zwischen B und C uns orientieren, um vielleicht da diese beiden Punkte abdecken zu können. Und vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, bisschen noch an die Belfast ranzukommen, wenn der jetzt da nebelt, dass wir uns da irgendwie mit reinstellen können, dahinter stellen können, wie auch immer. Ja, unsere Mars scheint zu schlummern, wie man auf der Minimap sehen kann, und auch im Chat kommen die ersten Anfragen. So, da vorne wird schon gecapped. Das ist natürlich jetzt so, dann ist die Frage. Jetzt sind wir nicht mehr entdeckt. Okay, also da ist die Akatsuki und da ganz hinten ist die Hipper. Und da kommen auch schon Torps in Richtung Leningrad und in New Orleans geht auf. Okay, also jetzt, so, wollen wir gucken. Also Hipper ordentlich weit vorhalten und die erste Salve geht mal raus auf 19 Kilometer. Wenn wir gleich mal ein bisschen abdrehen. Naja, gut, okay, 1060 ist jetzt nicht unbedingt der Top-Start, aber immerhin getroffen. So, und das Schöne an der Tirpitz ist natürlich auch die Nachladezeit. Das heißt, wir sind jetzt schon wieder so weit. Jetzt müssen wir mal gucken auf der Minimap, was kommt denn da alles und was geht. Tja, Hipper ist jetzt nicht unbedingt das ideale Ziel. Geht auch jetzt schon wieder aus. New Orleans ist auch noch weit weg. Ja, dann macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt irgendwo hinzuschießen. Die Izumo weit außer Reichweite. Scharnhorst, okay. Ist in Reichweite, aber 21 Kilometer. So, wir werden jetzt mal sehen, dass wir hier ein Stückchen weiter noch rüberkommen zu C, um diese Insel hier vorne so ein bisschen als Schutz nehmen zu können. Jetzt drehen wir uns mal ein, die North Carolina. So, dass wir möglichst so einen Parallelkurs haben, weil dann fliegen die Kugeln natürlich auch auf diesen Parallelkurs. Also die fliegen natürlich dann anders, als würden wir jetzt genau andersrum fahren. Wollen wir mal schauen. Ja, okay. Das war doch schon ganz ordentlich. Auf die Entfernung ein Treffer, zwei Treffer, drei Treffer. Jo, alles gut. So,
North Carolina. Haben wir wieder nachgeladen und können nochmal hinterher. Und ja, da gibt es dann auch einen kleinen zurück, aber das ist nicht weiter schlimm. So, North Carolina. Und vielleicht ein bisschen weit vorne, aber trotzdem immer noch gute Treffer. Nochmal 5000. Jo. Eins nach dem anderen. So, jetzt wird B gecapped. Und das ist für uns natürlich jetzt nicht so ganz großartig, aber wir müssen natürlich erstmal sehen, dass wir rankommen hier an die Caps, nicht weiter wegfahren. Das macht keinen Sinn. Wir müssen Druck nach vorne machen, denn unsere Kreuzer, die da vorne im Cap sind, die brauchen jetzt Unterstützung, denn da sind drei Schlachtschiffe, die auf C gefahren sind. Das Problem ist jetzt nur B, nicht, dass da einer von der Seite uns torpt. Also das müssen wir so ein bisschen im Auge behalten, weil entdeckt sind wir. Das heißt also, der ist auch nicht dort im hinteren Teil des Caps, sondern eher im vorderen Teil. Also von uns aus gesehen näher dran. Ja, das könnte natürlich eng werden. Also werden wir mal im Auge behalten. So, jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir hier mal Gas Richtung Schlachtschiffe. Denn unsere Belfast, die steht da schon kräftig im Nebel. Charles Martel hat schon ordentlich eingefangen, so wie man sehen kann. So, und der gegnerische CV attackiert dieses Cap jetzt auch. Unsere Verbündeten kriegen A da offensichtlich nicht gecapped, weil da auch irgendwie noch ein Zerstörer ist. So, und da ist Charles Martel auch raus. Gneisenau hat ihm ordentlich einen eingeschenkt. Ja, nun wird das hier ein bisschen eng. Also die Zumo hält sich da hinten stark zurück. So, jetzt ist hier eine Maß aufgegangen. Gleich mit der sekundären markiert und Vollgas auf die Maß. So, die Akatsuki hier an der Seite. Da müssen wir auch weiter eindringen, aber die Torpedos, weiter eindrehen, die Torpedos, die sind da schon raus. Die hat er einfach in den Nebel gehauen. So, haben wir aber auch gleich für die Sekundäre aufgeschaltet. So, der ist raus, alles klar. Dann können wir uns wieder nach vorne bewegen. Können wieder zur anderen Seite eindrehen. So, und hier vorne die Belfast. Die hatte ja Nebel. Der nebelt jetzt wieder, sehr schön. Da können wir uns also in diesen Nebel von der Belfast einfach mit reinstellen. Werden wir uns gleich mal für bedanken. Und von hier aus jetzt einfach mal mit der sekundären und der Hauptbatterie austeilen, ohne dass die anderen zurückschießen können. So, da gibt es mal 10.000 auf die Gneisenau. Und jetzt werden wir hier die Scharnhorst mal ein bisschen mit der sekundären bespaßen. Und mal sehen, dass wir da vielleicht irgendwie noch, ja, die North Carolina, die, nee, da kommt die New Orleans. Und der ist natürlich auch gefährlich, der kann uns mit Radar hier aufmachen. Also kriegt die New Orleans jetzt erstmal ein. Boah, 1060, das ist ja nun gar nichts. So, das heißt, wir fahren jetzt nochmal ein bisschen weiter zurück, richten uns anders aus, dass wir mit den hinteren Türmen auch wirken können. So, da kommt auch schon wieder der CV mit seinen Torpedobombern. So, North Carolina hat unsere Fidschi rausgenommen. Da müssen wir mal sehen, dass wir vielleicht... Ah, oh, der fährt natürlich jetzt auch sehr in. Ja, komm, dreh ich noch ein bisschen. Da, noch ein klein wenig mehr, noch ein bisschen mehr. So, das sieht doch schon gut aus. Dann gibt es jetzt mal einen mit der groben Kelle. Naja, 10.000, das hätte jetzt ein bisschen mehr sein dürfen. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt den Torpedobomber abgeschossen. North Carolina kriegt jetzt von der sekundären... Wir fahren jetzt wieder ein Stückchen vor, weil von hier aus können wir natürlich jetzt im Prinzip nicht optimal wirken. So, die Gneisenau kommt ja auch mit rein. Ja, super. Jetzt sind also, wenn man es auf der Minimap sehen kann, drei Schiffe im Nebel. Und wer spottet? Also unser CV hat hier drüben kein Schiff. Kein Flugzeug. Unser Flugzeug geht noch nicht. Also wir fahren jetzt hier raus, wobei der Nebel scheinbar auch gerade ausgelaufen ist. So, ist egal. Also wir haben jetzt hier die Hipper. Da wollen wir mal gucken, dass wir der Hipper ordentlich einen verpassen können. Ah, und nochmal 10.000 auf die Hipper. So, müssen wir bloß aufpassen. Gleich wieder auf für die Sekundäre aufschalten. Weil da ist ja irgendwo auch diese North Carolina noch hinter der Insel. Nicht, dass der uns ordentlich einen in die Breitseite gibt. Müssen wir also ein bisschen anders fahren. Und bei der Hipper müssen wir auch aufpassen. Der hat auch Torpedos. Nicht, dass wir da reinfahren. So. Hipper, komm, dreh dich noch ein bisschen und das müsste eigentlich reichen. Komm. Oh, 2300. So, dann muss die Sekundäre den Rest machen.
Wird schwierig, aber okay. So, jetzt hinter uns jede Menge Torpedobomber. Das heißt, wir müssen jetzt auf diesem Kurs erstmal bleiben, ein Stückchen wegfahren. Ist natürlich unglücklich, aber geht nicht anders. So, Hipper, hintere Türme sind bereit. Und 2320, ja, da holt sich die Belfast den Kill, okay. Raus ist raus. So, North Carolina kriegt auch gleich nochmal einen mit. Jetzt brennen wir zweimal. Das ist natürlich ein bisschen viel. Und hier ist Nebel. Das ist sehr schön. Da hat wohl unsere Belfast, bevor sie rausgenommen wurde, eben auch nochmal genebelt. Das heißt also, wir werden jetzt den Nebel hier für uns nutzen. Wir werden hier schön abbremsen, einlenken, damit wir schneller zum Stehen kommen. So, die New Orleans kriegt jetzt ordentlich einen von vorne, hoffentlich. Oh, das war ja nun... na komm. So, und? Ach, na ja. Komm, das geht doch besser. So, North Carolina fährt auch breitseitig. Können wir jetzt mal aufschalten mit der Sekundären, wieder ein bisschen bespaßen. Und jetzt haben wir auch nachgeladen und dann gibt's jetzt mal einen von der Seite. Ach, 1060. Also 1160. Das gibt's doch gar nicht. So, New Orleans, da ist auch noch mal was möglich. Ne, geht alles links, rechts, komm jetzt. Sekundäre, mach mal was. Ja, und das muss doch jetzt mal soweit sein. Na komm, da gehen wir auf Nummer sicher. Oben, raus ist er. New Orleans ist weg. Ganz wichtig, nicht, dass der uns hier aufmacht, weil wir stehen halt breitseitig zu den anderen. So, wie sieht es jetzt aus? Also wir können im Moment hier nicht allzu viel wirklich machen. So, müssen jetzt gucken, dass wir hier den Torpedobomber ein bisschen ausweichen. Und da die Gneisenau richtig schön breitseitig. Wollen wir mal schauen. Naja, 6000 in die Gneisenau. Gleich auch für die Sekundäre wieder aufgeschaltet. So, jetzt hat Friedrich der Große unser Alba rausgenommen. Die Zumo hat Friedrich den Großen rausgenommen. Und es geht echt abwärts. Wir haben nur noch 4 Schiffe. Oha, wir haben nur noch 3 Schiffe. Ja, und auf der Minimap kann man sehen, da sind 3 Schlachtschiffe im Cap. Jetzt kommen da Torpedos. Also müssen wir sehen, dass wir weiter eindrehen. Aber die laufen aus. Das ist perfekt. So. Tja, also es hilft nichts. Wir müssen da ran. Wir müssen auf Torpedoreichweite und vor allen Dingen Sekundäre. Also die North Carolina ist da hinten für unsere Sekundäre zu weit weg, aber die Scharnhorst kriegt auch ganz ordentlich. So, Gneisenau hier 4,5 Kilometer. Das ist natürlich jetzt auch, da müssen wir auch aufpassen. Also wir müssen jetzt sehen, dass wir hier... Ne, das kann nicht stimmen. Da haben wir hinten die Scharnhorst aufgeschaltet. Okay, also da etwa müsste das sein. So, dann hauen wir die da raus und lenken auch gleich ein. Denn auch die Gneisenau hat natürlich Torpedos. Im Zweifelsfalle haben wir den Torpedowerfer kaputt geschossen, aber darauf können wir uns nicht verlassen. So, und es gibt hier... So, Gneisenau ist raus. Jetzt wollen wir schauen. Da gibt es jetzt noch die Scharnhorst, die North Carolina und da hinten... Die Izumo, die sich ganz im Hintergrund hält. Und die Saipan ist jetzt hier auch. So, jetzt haben wir hier erstmal jede Menge Spaß. Die Frage ist nur, wie kriegen wir das hin? Also wie kommen wir hier wieder raus? So, mal gucken, ob wir der Saipan da einen mitgeben können. Ja, das ist natürlich so von vorne nicht optimal. Ja, jetzt mischt sich die Izumo von da hinten ein. Und hier vorne North Carolina und Scharnhorst. So, da fahren wir jetzt spitz drauf zu und beide sind in Torpedoreichweite. Das ist schon mal super. So, jetzt müssen wir gucken, wie fahren die beiden. Also, jetzt hier, die Scharnhorst scheint abzubremsen. Die kriegt die Torpedos kürzer. North Carolina kriegt auch nochmal einen mit. So, und wir sind ja fast runter und brennen jetzt auch fast runter. Also, so, North Carolina haben wir auch nochmal angesteckt. Ja, und da sind wir raus. So, Torpedos treffen die Scharnhorst. Großkaliber, das ist nur ein Kratzer. Und ja, da gibt es den Doppelschlag. Da haben wir die NC auch noch mit rausgenommen, mit Brandstifter und noch einem Kratzer.
Ja, und jetzt gibt's einen Good Job Tirpitz vom Gegner. Das ist natürlich sehr schön, aber hilft uns im Moment noch nicht weiter, weil wir sind noch tot, aber wir haben alle drei Caps. Und das ist natürlich super. Wir haben jetzt zwar nur noch zwei Schiffe, aber haben drei Caps, sind in Front. Und im Chat ist natürlich sehr schön, dass uns unsere Mates und sogar die Gegner loben. Aber das ist einfach die Frage. Ist das jetzt genug oder ist das nicht genug? Ja, zwei Kills postmortem, da hat er recht. Zweimal, das ist auch das erste Mal gewesen, dass ich das erlebt habe. Werde ich auch gleich mal zurückschreiben. Ja, und dann gehen wir doch jetzt einfach mal zu unserer Mars. Fahren mit der noch eine Runde mit. Denn der hat es im Prinzip jetzt in der Hand. Da ist da hinten die Izumo. Vorne ist die York. Ich weiß nicht, warum unser CV da so weit ranfährt ans Cap, dass er sich da von der York beschießen lassen kann. Also der darf bloß nicht aufgehen. Das ist eigentlich völlig sinnlos. Der hat die Möglichkeit, die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt, die York zu spotten. Der weiß genau, wo die ist und kann sich problemlos in der Reichweite halten, in der die York nichts machen kann. Warum fährt er da so nah ran? Na gut. So, und eins ist schon mal klar, der gegnerische CV, der hält hier unsere Mars offen. Und zwar die ganze Zeit. Und jetzt ist die Frage, was sollte der tun? Und aus meiner Sicht ist es ganz simpel. Der sollte jetzt mal langsam anfangen zu schießen. Weil der wird sowieso die ganze Zeit offen gehalten. Und dass der überhaupt nichts macht. Also das, Torpedos ist klar, die werden jetzt aufgemacht. Durch die Flieger. Also da würde die Izumo ausweichen. Aber warum schießt der nicht? Das sind nur noch 10 Kilometer. So, und deswegen schreiben wir das auch mal offen in den Chat. Die anderen wissen es eh. Der CV wird es sowieso machen, aber auch die Mars soll ruhig jetzt ein bisschen mehr Druck bekommen, weil der muss jetzt mal ein bisschen vernünftig spielen. Wir sind gut vorne. Wir sind 200 Punkte vorne. Es sind noch 4 Minuten zu spielen. So, da ist die Saipan. Jetzt muss der sich eigentlich nur noch hinter diese Insel hier vorne stellen, die jetzt ein bisschen linksseitig von ihm ist. Muss der sekundären, der Izumo aus dem Weg gehen und kann die Saipan runterschießen. Überhaupt kein Problem. Warum schießt er nicht? So, jetzt lässt er sich da immer wieder einen einschenken. Offensichtlich hat er jetzt aber doch auch gemerkt, dass das vielleicht ganz sinnvoll ist, jetzt hier diesen Inselschutz zu wählen. Perfekt. Aber schieß doch. Warum schießt er nicht? Die sehen ihn. Der ist sowieso offen. So, warum bleibt er jetzt nicht stehen? Der muss nur stehen bleiben und kann von hier aus jetzt auf 6 Kilometer die Saipan da auseinandernehmen. Ne, jetzt kriegt er nochmal wieder von der Izumo einen Schwung. So, jetzt hat die York A gekappt. Das ist die Frage, ist das ein Bot? Also, jetzt nebelt er und fährt weiter. Was versucht denn der? Oh mein Gott. Also, wir sind immer noch 200 Punkte vorne. Aber es sind nur noch 2,30 knapp zu spielen. Das ist, was der macht. Nur Blödsinn. Warum schießt der nicht auf die Saipan? So, und unsere Ranger kriegt da offensichtlich die York auch nicht raus. Der greift den da immer wieder an mit Torpedos und Bombern. So, jetzt komm, schieß doch mal. Das gibt's doch gar nicht. So, jetzt torpediert er den von hinten mit einem Wide Spread, also dass die auseinandergehen. Also unglaublich. Ja, und jetzt hat die Ranger die York dann doch auch postmortem noch versenkt. So, das sind noch knapp 2 Minuten und warum um Gottes Willen, jetzt fährt er da in Reichweite. Ja, und das war's. Was macht diese Mars?
So, wir haben jetzt 161.495 Schaden gemacht mit 58 Zieltreffern, 2 Zieltreffer mit Torpedos. Wir haben 23 Flugzeuge abgeschossen, 4 Ausfälle erzeugt, 4 Schiffe versenkt, 12 Brände erzeugt, 1 Wassereinbruch, 11 Mal die Basis verteidigt und 315 Zieltreffer mit der sekundären. Brandstifter, 2 Mal ein Abwickler. Den Großkaliber. Und trotzdem haben wir das verloren. So, in der Teamwertung sind wir mit 1728 Basiserfahrung weit im Team vorne. Hilft uns überhaupt nicht. Die North Carolina haben wir versenkt, die Gneisenau haben wir versenkt, Scharnhorst haben wir versenkt, die New Orleans haben wir versenkt, Hipper 20.000 abgenommen, der gegnerischen Mars 5.000 und der Saipan 23 Flugzeuge und nochmal 3000 und Akatsuki haben wir auch ein bisschen angeschossen. Ja, schade eigentlich. Hätte unsere Master ein bisschen klüger gespielt, hätten wir das leicht gewinnen können, aber so eben nicht. Wenn es dir trotzdem gefallen hat, gib dem Video einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, schreib in die Kommentare, was du davon gehalten hast und dann freue ich mich aufs nächste Mal.